Hey, willkommen zu einem weiteren Pokémon Go Video. Und zwar habe ich heute was vorbereitet. 9-7 Kilometer Eier. Und diese werde ich heute ausbrüten. Das dauert aber noch ein bisschen. Weil ich aufnehme, leckt das ein bisschen. Also wundert euch nicht. Dieses Ei. Ich wollte gerade eigentlich ein paar Pokémon verschicken, Leute. Und plötzlich brüte da einfach Instant Pichu. Gar nicht so scheiße, weil ich hatte Pichu noch nicht im Pokédex. Ich wollte es eigentlich noch nicht. Ich wollte noch nicht brüten, aber Pokémon Go dachte sich, ja komm, ich wollte eigentlich Sternstück schinden, aber ging ja nicht. Danke, Pokémon Go. Schade, dass man die Eier nicht zurückhalten kann. Togepi, gar nicht so schlecht. 13 Bonbons. Und ja, rechtzeitig. Und zwar will ich jetzt noch ganz kurz was einsetzen. Glücksei. Noch rechtzeitig gedrückt. Ein Sternstück. Ich möchte nicht auch ein bisschen. Scheiße. Und da wollte ich einen Rauch und noch ein Poké-Lockmodul ziehen. Einfach nur für das Video. Oder ich werde es nicht tun. Ne, Leute, ich mache es nicht. Ja. Wir kriegen einen Azurill. Auch nicht schlecht. Wir schauen uns gleich mal alle die IV an. Jetzt noch ein Ei. Ein Kusilla. Ne, nicht wirklich so klasse, aber nehme ich gerne. Ich möchte gerne Riolu oder eins der ganz neuen Pokémon. Nächstes. Und? Ja! Oh mein Gott! Shiny Knospi! Shiny Knospi! Halleluja, geil! Geil. Heilige Scheiße. Erstmal IV abchecken. Erstaunlich. KP. Verteidigung. Bin dunkler. Ja, richtig gutes Knospi. Richtig gutes Knospi und das ist schillernd. Okay. Ist egal, ob jetzt noch Riolu kommt. Knospi ist einfach top. Kusilla, verpiss dich. Ich hab doch schon zu viele Bonbons von Rossana. Kann ich nicht gebrauchen. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Ich glaube, das und dann noch eins. Und das war's dann. Bin mal gespannt, was ich jetzt bekomme. Ist so, auch nicht schlecht. Da kann ich wohin genau machen. Entwickeln. Wohin genau machen? Nein, ich habe zu wenig Bonbons. Immer noch zu wenig Bonbons. Müsste das letzte sein. Egal, was jetzt kommt. Es kann einfach schillerndes Knospi nicht toppen. Jetzt habe ich auch noch einen weiteren Pokédex-Eintrag. Mega geil. Das bedeutet, ich habe jetzt die Johto-Medaille auf Gold. Jetzt. Oh, noch ein Ei, lol. Das wusste ich nicht. Müsste aber das letzte sein. Noch ein Pichu. Naja. Wenn es da ist, halt da. Das war das letzte. Oh. Brüte 100 Eier aus. Auch nicht schlecht. Und jetzt kommt noch eine Medaille. Yeah. 70 Pokémon in der Kanto-Region. Das ist so geil. Der hat einen Pionskora. Ich muss sagen, große YouTuber, die haben sich schon aufgeregt, dass zum Beispiel Glibunken, Bronzel etc. ein bisschen zu selten sind. Aber ich muss sagen, die sind mir jetzt nicht wirklich so selten. Also ich habe jetzt insgesamt 5 oder 6 Pionskora, 2, 3 Glibunkel und 2 Bronzel. Phineon habe ich bisher noch nicht. Aber, ohne Witz, ich habe jetzt 3 Feldforschungen geöffnet. Und es war in keiner ein Sinnohstein. In keiner. Ich weiß nicht, ob die da sogar schon rausgepatcht wurden. Nun, da ich einige Pokémon entwickelt habe und das mit Hilfe eines Glückseis, möchte ich mal gucken, wie viel EP ich denn nicht erhalten habe. 18.000 EP! Das bedeutet, drückt mir die Daumen. Und die Daumen, dass die Aufnahme nicht abschmiert. Okay. Ja. Shiny Knospi, wird so Shiny Rosé, vor allem Shiny Rosé, ja. Ist richtig cool. Mit der schwarzen Blume.
Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Diese schwarze Rose in ihrer Hand. Das sieht so geil aus. Jo, noch eine kleine Pokémon Go-Info. Und zwar lese ich jetzt mal ganz kurz diese Nachricht vor, die gerade gekommen ist. Um 22 Uhr, glaube ich. Weil ich habe jetzt Pokémon Go kurz neu gestartet, weil ich habe gerade ein paar Pokémon verschickt und dann ist irgendwie Pokémon Go abgeschmiert. So, und ich muss echt sagen, die neue Feldforschung im Januar und Februar ist brutal geil. Heiße das brandneue Jahr mit Möglichkeiten für Feldforschungsdurchbrüche. Willkommen. Die bis Ende Februar anhalten. Ab dem 1. Januar hast du die Möglichkeit auf zwei neue Begegnungen. Durchforschungsdurchbrüche Lugia und Ho-Oh. Okay, das ist schon mal geil. Falls du für deine Dezember-Feldforschung noch keinen Durchbruch erzielt hast, kannst du immer noch Arktos, Zapdos, Lavados, Raikou, Entei und Suicune begegnen. Das bedeutet 8 legendäre Pokémon. Oh mein Gott, diese 8 legendären Pokémon sind bis Ende Februar als potenzielle Forschungsdurchbruch-Begegnungen verfügbar. Was für eine geile Scheiße. Oh mein Gott. Wir haben immer noch die Chancen. Arktos, Zapdos, Lavados. Also Zapdos habe ich noch nicht. Entei und Suicune habe ich auch noch nicht. Mega geil. Niantic, ihr macht irgendwie alles richtig. Wem willst du als nächstes begegnen? Finde es raus. Ey, Niantic, ihr seid einfach. Ey, ihr seid so geil, Leute. Also, Niantic haut ja mal die Bomben raus. So, dann beende ich mal das Video und bis bald, Leute.